Hallo und herzlich willkommen. Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Wittelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Heute spreche ich mit Herrn Professor Dr. Axel Koch. Er ist Professor für Training und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management, Diplompsychologe und Autor mehrerer Wirtschaftsbestseller. 2011 wurde seine Transferstärke-Methode mit dem Deutschen Weiterbildungspreis 2011 ausgezeichnet und er hat ganz bestimmt eine Menge darüber zu sagen, wie das Gelernte in Schulungen oder im informellen Bereich in die Praxis umgesetzt werden kann. Herr Koch, wie schön, dass Sie heute bei mir sind, schön, dass wir sprechen können. Und ich starte gleich mal mit einer ganz provokativen Frage. Wie kann jetzt ich als Personalentwicklerin oder als Führungskraft vielleicht auch aus einem Low-Performer zumindest einen durchschnittlichen Performer machen? Die erste Frage ist, ob der überhaupt will. Also wenn da keine Motivation ist, sich zu verbessern, dann können Sie sich auf den Kopf stellen. Angenommen, ich sage, ich sehe, dass der will, er sagt es zumindest immer, was mache ich denn dann jetzt? Na, Sie sehen ja im Grunde am Prozess der Veränderung, wenn Sie mit ihm widersprechen, ob sich was getan hat und ob das Wille mäßig auch ernst zu nehmen ist. Aber grundsätzlich würde ich immer den Leuten die Frage stellen, zu wie viel Prozent sind Sie denn motiviert, wirklich was zu verändern? Und ist diese innere Entschlossenheit, wirklich an sich zu arbeiten, so stark, als wenn Sie jetzt beschließen, den Müll rauszutragen? Was für ein Vorgehen empfehlen Sie mir ganz konkret als Führungskraft mit einem Low-Performer, der mir wirklich ein Klotz am Bein ist? Im Grunde genommen würde ich mir erstmal die Frage stellen, wie ich Teil dieses Problems bin als Führungskraft, dass der so ein Klotz ist, weil man hat ja immer zwei Menschen, die da miteinander arbeiten. Und stellen wir uns vor, ich habe jetzt meinen Teil der Verantwortung übernommen, dann ist immer die Frage, woran liegt es denn letzten Endes? Also ist das Ziel nicht klar, woran er arbeiten soll? Das kann ja schon ein Fehler sein. Liegt es an der Motivation? Oder gibt es andere Facetten, die dann eine Rolle spielen? Angenommen, ich habe jetzt herausgefunden, okay, es liegt an der Aneignung einer Kompetenz, die würde schon mal helfen. Ihm fehlt da irgendwas, meinen Mitarbeiter. Da kommen ja Sie dann ins Spiel. Würden Sie mir vielleicht mal erklären, wie Ihrer Meinung nach Transfer, vor allem auch von Weiterbildungsmaßnahmen, tatsächlich auch gelingen kann? Wenn wir jetzt feststellen, der Mitarbeiter hört nicht genug zu, hat die Empathie von der Litfaßsäule, und das hat er immer gehabt, dann macht es natürlich wenig Sinn zu glauben, dass ich das mit einer Personalentwicklungsmaßnahme mal eben hinfördere. Das wäre auch eher Personalentwicklung nach dem Baumarktprinzip, weil ich dann ja einfach denke, ich kriege das alles hin, in guter Absicht am Menschen schrauben. Wenn es jetzt um ein Thema geht, wo ich den Eindruck habe, das liegt schon irgendwo in einem Stärkenbereich, das kann der im Prinzip ganz gut, was weiß ich, der hat eine gute Kommunikationsfähigkeit, aber es kommt noch, er könnte noch ein Schräubchen dran drehen und er könnte besser werden, dann ist letzten Endes die Frage, wie sieht das bessere Verhalten aus? Und so würde man starten und gucken, will der dran arbeiten und woran genau wird er das tun? Jetzt sage ich, oder alle Learning und Development Professionals haben so mehr oder weniger den gleichen Wortlaut. Lernen ist etwas Naturgegebenes, der Mensch möchte sich gerne weiterentwickeln. Ich schaue mir meine 1,5-jährige Tochter an und ich unterschreibe das aktuell, die will lernen, lernen, lernen. Jetzt habe ich nur manchmal das Gefühl, dass nicht jeder Mitarbeiter Lust hat auf die 10. Software-Schulung oder die 10. Compliance-Schulung. Was mache ich denn bei solchen Dingen? Wie gelingt mir denn dann der Transfer? Was ist Lernen? Wenn ich sage, ich bin neugierig, möchte was Neues entdecken, wenn ich das als Lernen betrachte, dann ist das erstmal etwas, wo ich in mir drin Interesse dran habe. Mein Sohn, ich habe auch Kinder, der hat Interesse an Natur und Pflanzen. Der andere Sohn geht nicht mal vor die Tür. Also insofern, wir sind dann im Grunde genommen bei dem Punkt, was ist so in sich drin, intrinsisch von Interesse? Und da gehen Leute hin und kümmern sich drum und machen das natürlich. So, und das, was Sie sagen, dass es Menschen ja auch sich mit Dingen beschäftigen müssen, die nicht so direkt Spaß machen. Also der eine Sohn, der Ältere, der hat keine Lust auf Betriebswirtschaft in der Schule. Den kann ich dahin tragen, da kann ich mit dem Mund fusselig reden. Also das ist einfach grundsätzlich kompliziert. Und vielleicht als letzter Gedanke, dann wünschten wir uns Menschen, die sich so steuern können, dass sie sich über diese Unlust hinweg steuern könnten. Und das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Also habe ich dann einfach verloren? Oder gibt es zumindest didaktischer Natur irgendwas, was ich noch tun kann, was die Compliance-Schulung ein bisschen spannender macht? Um nochmal so ein bisschen ein Wort dafür zu prägen, man spricht von metakognitiver Steuerung. Das heißt im Grunde genommen, wie leite ich mich im Kopf an? Was ist mein innerer Dialog, um mich über diese Unlust zu führen? Also beispielsweise, dass ich sage, okay, ich mache jetzt 10 Minuten diesen Stoff Compliance, wo ich nicht viel Lust zu habe, aber die 10 Minuten gebe ich mir und danach mache ich wieder was mehr Spaß macht. Das wäre so eine
metakognitive Steuerung, so ein innerer Dialog. Und da gibt es genug Techniken, die kann man lernen, wenn man will. Und wenn ich das dann aber nicht will oder aus welchen Gründen das auch nicht bei mir andockt, dann kann ich maximal noch vielleicht Menschen und eine Struktur um mich herum bauen, die mich vielleicht mitreißen. Da komme jetzt ich als Personalentwickler wieder ins Spiel, weil mein Mitarbeiter hat wahrscheinlich anderes zu tun, als sich jetzt zu denken, oh cool, eine Compliance-Schulung, da mache ich mir jetzt erstmal Gedanken, wie lerne ich jetzt lernen, wie kann ich mir mein Umfeld aufbauen, etc. Ist das dann meine Aufgabe als Learning und Development? Also sicherlich Teil der Wahrheit, dass Sie auch gucken, was haben Sie noch als Option. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, diese Überwindung schaffe ich besser für Menschen, dass sie da besser vorbeikommen an dieser Hürde, dass sie sagen, lerne in einer Gruppe und die Gruppe trifft sich jede Woche, dann würden sie die vielleicht schaffen, über die Gruppendynamik zu bewegen in diesem Lernstoff. Aber da sind wir wieder beim Anfangsthema. Der muss auch grundsätzlich sagen, ja, ich sehe den Sinn, den Nutzen dieser Compliance-Schulung, um am Beispiel zu bleiben, und ich will dafür arbeiten. Und ich freue mich, dass meine Lieblingspersonalentwicklerin endlich mir eine Struktur gibt, die mir hilft, das zu tun. Also es ist auch wieder meine Aufgabe als Personalentwicklerin, den Nutzen ganz klar rauszustellen und die Nutzenargumentation drauf zu haben. Ja, und die Frage zurückzustellen. Also was glaubt denn der andere, warum er es tun sollte? Was würde ihn vielleicht motivieren? Es gibt auch Leute, die sagen, bleib mir weg mit einem Arbeits- und Lernprozess in der Gruppe. Das ist dann für die auch nicht unbedingt die Lösung. Ja, Psychologe und sag mal, guck den einzelnen Menschen an. Und das ist natürlich anspruchsvoll bei vielen Menschen, die Sie da als Personalentwicklerin auch zu betreuen haben. Ich habe auch sehr viele Trainings lange Zeit gemacht, war als Trainerin vor den Menschen und glaube schon, dass es mir oft gelungen ist, am Anfang den Nutzen klar zu machen. Ihr habt das und das davon. Und ich hatte dann auch natürlich ein Entertainment-Programm. Es war ein kurzweiliges Training. Und nach dem Training hatte ich tolle Feedback-Sheets. Und jeder hat gesagt, ich bin total motiviert, das alles mit in die Praxis umzusetzen. Also ich würde sagen, hey, ich habe einen guten Job gemacht. Und dann am Ende des Tages muss man dann frustriert, gerade in der Funktion eines Trainers nach ein paar Jahren feststellen, was habe ich eigentlich so an Nachhaltigkeit die letzten Jahre hinterlassen? Es war gefühlt so 10%, sage ich jetzt mal. Also wenn ein Impuls dabei war, dann hat man sich eigentlich schon fast gefreut. Jetzt ist es ja Teil von Ihrem Transferstärke-Konzept, Transferstärke-Methode, die Rückfallvorboten zu erkennen. Können Sie dazu ein bisschen Näheres erklären? Ja, also grundsätzlich die Erfahrung, die Sie haben, die teile ich. Und das ist ja so das, wo man auch als Trainer sagt, Mensch, ja, wofür bin ich angetreten? Das war ja auch der Motor zu sagen, ich schreibe mal diese Weiterbildungslüge, um einfach das Problem mal wirklich zwischen die Augen zu bekommen und aufzuwecken. Auch hier ist natürlich der Punkt, wie funktioniert dieses Element des Rückfallmanagements? Es fängt eben auch wieder damit an, dass ich sage, ich will wirklich an einem Thema arbeiten. Und stellen wir uns vor, Sie haben ein Konfliktmanagement-Training gemacht. Der Teilnehmer hat am Ende des Tages verstanden, wie er in einen Konflikt so einsteigt, dass der andere nicht gleich aufhört, mit dem zu reden. Also er hat vorher mit Vorwürfen agiert und jetzt lernt er beispielsweise die viel zitierte Ich-Botschaft. So, dann hat er im Grunde genommen erstmal die Zielklarheit. Dann haben Sie wieder das Thema, habe ich richtig viel Interesse und innere Bereitschaft dran zu arbeiten und damit Arbeit und Aufwand in Kauf zu nehmen. Im besten Fall auch ja. Sie haben mich angezündet als Trainerin und sagt, ja, jetzt wird's alles besser. So, und dann beginnt im Grunde genommen mein Ansatz Transferstärke, dass ich nämlich sage, was sind das für Einstellungen und was sind das für Selbststeuerungstechniken, die man beherrschen muss, dass er wirklich auch ankommt, dass diese Umsetzung funktioniert. Und das lernt man normalerweise nirgends. Und dieses Rückfallmanagement als Beispiel davon ist eben eine Technik. Wie merke ich, dass ich wieder ein altes Muster reinrausche und wie kann ich dem frühzeitig vorbeugen, ganz kurz gesagt? Aus persönlichen Gründen in meinem Bekanntenkreis interessiert mich das ganze Thema sehr am Beispiel Prokrastination. Angenommen, ich habe jetzt die Aufschieberitis. Also ich bin wirklich nicht selbst gemeint, es ist tatsächlich jemand anderes. Aber sind wir nicht alle ein bisschen prokrastinierend? Also bitte. Prokrastiniere ich den ganzen Tag, wenn ich Klausuren und korrigieren soll, also was das anbelangt. Das stimmt. Aber jetzt angenommen, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, etwas anzugehen, bevor ich die Deadline wieder verpasse oder es wird zu eng oder kriege ich wieder eins auf den Deckel von den Teamkollegen. Ich habe es mir wirklich, wirklich vorgenommen, meine Aufschieberitis zu bekämpfen. Wie kann mir denn da das Rückfallmanagement helfen? Ja, nehmen wir es mal als Beispiel. Die Grundidee ist, also das Bild für diese Technik ist, man fährt auf der Autobahn
Und wenn wir auf der Autobahn fahren, dann ist den meisten geht es da so, dass sie sagen, ich muss da nicht mehr groß drüber nachdenken, das läuft automatisch durch. So, und da sehen wir aber auch an der Autobahn links Schilder, die einem zeigen, Achtung, bald kommt die Ausfahrt. Und jedes dieser Schilder hilft mir im Grunde wieder daran zu denken, Achtung, du musst gleich rechts rausfahren. Also, wenn Sie jetzt an Ihr Beispiel denken, Prokrastination, was wäre für Sie in Ihrem Arbeitsalltag vielleicht das erste Signal, dass Sie merken, ich rutsche da wieder rein? Selbst eine Idee? Ich habe jetzt gerade die betreffende Person vor Augen und da geht es immer mehr so um Wäsche zusammenlegen. Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas vorher, was einem schon mal zeigt, ich rutsche wieder auf die Autobahn, ich werde wieder reinrutschen in dieses alte Verhaltensmuster? Also erstes Signal, was deutlich ist, ich sehe den Wäschestapel. So, dann bleiben wir einfach mal der Einfachheit halber. Wie geht's denn weiter auf der Straße? Dann komme ich und sage etwas schon. Auf der Skala 1 bis 10 des Steins, so 4, 5. Na, ich sag vielleicht sowas, na, ich habe jetzt keine Lust, kann warten, ne? Genau. So, und dann hätte man jetzt zwei Schilder und man würde sich fragen, gibt es noch weitere Schilder auf dieser Autobahn, wo man sagen kann, gibt es vielleicht noch was früher, bevor es zu spät ist? Das ist ja immer die Idee. Die Leute verpassen die Ausfahrt und denken, boah, jetzt hätte ich es ja eigentlich machen können, habe es wieder nicht gemacht. So, was könnten früherer Vorbote sein? Frühester anzunehmender Vorbote ist vielleicht auch in dem Moment, wo ich schon mal anfange, die Wäsche zu waschen, dass dann im Grunde ja auch schon das ein Signal ist, Achtung, das wird wieder kommen. Jetzt kommt im Grunde der Clou, dass ich mir natürlich nicht nur das Schild anschaue und sage, Achtung, das ist jetzt der erste Vorbote auf der Straße, sondern mir eben auch überlege, was denke ich dann und was tue ich dann, bevor ich da hinten wieder auf der alten Spur rauskomme? Und vor allen Dingen, was ist die Alternative? Was möchte ich wirklich erreichen? Und klar, in Ihrem Beispiel würde man sagen, ich schaffe es dann mit zumindest sachlicher Freude, diese Wäsche zusammenzulegen. Ne? Was müsste ich mir denn sagen und tun, dass ich dann hinterher später wirklich dann auch diese Wäsche weiterverarbeite? Mir fällt es gerade wirklich sehr schwer. Ich hab's, weil mir, ich mach's halt einfach, ne? Weil ich mir denke, bevor es dann Naja. wieder Ärger gibt zu Hause, aber. Da haben Sie sich jetzt ja selbst eine Antwort gegeben, nämlich Ihr innerer Satz, der Sie steuert, das zu tun, ist Jenna. Nämlich sagen, ich Ärger kriege, haue ich das Zeug weg. So, und jetzt würden wir natürlich finden müssen für diese Person, die Sie vor Augen haben, was sind Ihre inneren Sätze? Also wir reden ja über Selbststeuerung. Ich muss hier oben irgendwas sagen, dass ich in die Richtung laufe. Was würde mir helfen? Was kann ich vielleicht tun? Vielleicht würde ich tun, dass ich nicht so lange warte, bis die Wäscheberge ins Endlose gehen, sondern vielleicht merke ich für mich, dass ich lieber kleinere Berge brauche. So, und diesen individuellen Prozess herauszuschälen, das ist im Grunde genommen die Logik. Das heißt, immer wenn ein Vorbote kommt, überlege ich, was ist der Notfallplan, so heißt es so schön, um wirklich die Kurve zu kriegen. Und was wir suchen ist, was für einen persönlich funktioniert, wo ich sage, das glaube ich, das geht. So, und da ahnen Sie jetzt schon in der Kürze der Zeit gesprochen, was da alles in unserem Kopf blitzschnell abläuft, das legen wir quasi frei. Und wo immer ich keine Antwort drauf habe, sagt unser Gehirn, schöne Grüße, ich fahre wieder die alte Straße. Vielleicht machen wir es mal an einem anderen Beispiel, wo ich wirklich auch mich sehr gut einfühlen kann. Also das ist das Thema Schokolade. Ich habe in der Vergangenheit 15 Kilo abgenommen. Bin da total stolz auf mich. Ich würde mich als einen transferstarken, als einen willensstarken Menschen auch bezeichnen. Jetzt habe ich nur noch dieses eine Thema Schokolade. Ja, 5, 6, 7 Kilo nochmal weg, das wäre eigentlich schon ganz schön. Aber wenn ich es mir immer wieder vornehme am Abend, wie ferngesteuert, ignoriere ich alle meine Figurvorbilder, die am Kühlschrank hängen. Ich ignoriere mir alle guten Ablenkmanöver. Alles hat keine Chance, weil ich denke mir auf einmal, hey, ich habe mir jetzt was verdient. Ich laufe zur Süßigkeiten-Schublade, zack, ist es drin. 2 Minuten später, schlechtes Gewissen. Was mache ich denn da? Bin ich deswegen vielleicht auch ein transferschwacher Mensch? Habe ich mich da ganz falsch eingeschätzt die ganze Zeit? Gibt so zwei, drei Sachen, die ich an der Stelle in der Kürze sagen kann. Das erste ist, was ist der erste Vorbote? Sie kaufen die überhaupt erstmal. Und an der Stelle könnten Sie schon im Supermarkt beschließen zu sagen, ah, das ist ein Vorbote. Jetzt landet es bei mir nicht in dem Einkaufswagen, dann wären Sie schon mal eine Stufe weiter. Das Zweite ist, Schokolade hat ja neben der Tatsache, dass sie vielleicht dem einen oder anderen schmeckt, auch irgendeine Art belohnenden Charakter. Und was dann die Psychologie so schön zu dem Thema sagt, ist das Stichwort Sekundärnutzen. Also Sekundärnutzen ist ja sozusagen ein Nutzen,
der zwar nicht logisch ist, aber psychologisch, nämlich das gute Gefühl, was sie sich geben, die Chance, Langeweile zu überwinden, Unlust zu bewältigen. So. Und im Grunde genommen würden wir dann in so einem Prozess des Rückfallmanagements intensiver überlegen, was ist die Alternative? Wie gehen Sie mit diesem sekundären Nutzen um? Und dann sind wir im Prinzip ähnlich wieder auf der Straße mit den Vorboten und den Rückfallplänen unterwegs. Aber das wird hier den Rahmen sprengen, das machen wir hinterher. Komme ich darauf zurück. Wenn ich beides dann zusammenbringe, dann muss ich Schokolade essen, damit ich Wäsche zusammenlege. So. Naja, also wenn man sich das klar macht, vielleicht so wirklich noch ein wichtiger Punkt, in dem Moment, wo ich mich zu was zwingen muss, das ist ja auch oft so, dass ich denke, ja, ich muss mich jetzt zwingen und ich habe Willensstärke und so, das hält eben nur bedingte Zeit, weil das eben etwas ist, wie wenn man einen Ball unter Wasser drückt, das kann man nicht ewig halten und dementsprechend sucht man schon natürlich nach Lösungen, die es auch in der Regel gibt und bestimmte Techniken, die einem helfen, mit diesem inneren Druck anders umzugehen. Ich habe von Ihnen im Jahr 2015 habe ich einen Artikel gelesen in der Wirtschaft Weiterbildung. Momentan wird ja, zumindest nehme es ich so wahr, die 70-20-10-Regel wieder ziemlich häufig diskutiert und die Leute machen sich Gedanken über informelles Lernen und sie haben in diesem Artikel, so drastisch sage ich es jetzt auch mal, gesagt, es sei eine Lüge, dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens motivierte und selbstgesteuerte Lerner sind und es nur 20% transferstarke Lerner gibt. Ich frage mich da, funktioniert das nicht beides parallel? Also die 70-20-10-Regel für sich und auch Ihre These von den 20% transferstarken Lernen in Deutschland oder hängt es miteinander zusammen? Ja, grundsätzlich ist ja schon eben klar dieser Trend des selbstverantwortlichen Lerners, wo ich sage, der Mitarbeiter im Unternehmen weiß am besten, was er braucht und sucht sich dann das Wissen und die Fähigkeiten zusammen aus einem wie auch immer bereitgestellten Lernpool. So, das ist ja erstmal die Grundprämisse, die dahinter liegt ist und am besten lernt er durch Erfahrungen, die er dann entweder bei der direkten Aufgabe macht, die 70% oder im informellen Lernen mit den Kollegen. So, und was aber bei all dem gilt, ist, ich lerne nur etwas, wenn ich entsprechend eine Reflexion mache, wenn ich entsprechenden Vorsatz bilde, wenn ich mein Ziel definiere, wenn ich meine Motivation habe, diese Steuerung und Haltungen, diese Dinge auch umzusetzen. Also der Prozess ist der gleiche. Und insofern muss man trennen, ob ich jetzt sage, ich möchte wissen, wie man Fisch zerteilt, dann google ich halt und sehe das Video und zerteile den Fisch oder repariere mein Klo. Das geht. Aber wenn ich mir jetzt das Video anschaue, als Beispiel, wie mache ich bessere Fragetechnik im Verkauf, dann bin ich wieder dabei und arbeite an persönlichen Mustern, die ich reflektieren muss, an denen ich arbeiten muss, in dem Rückfallmanagement eine Rolle spielt und Ähnliches. So. Und was bei all dem halt übersehen wird, ist, was ich eigentlich von den Menschen im Unternehmen erwarte, nämlich, dass sie sich Ziele setzen, dass sie sich soweit selbst reflektieren, dass sie für all die Dinge so motiviert sind, dass sie diesen Prozess so durchziehen. Und dass sie dann auch am Ende des Tages so gute Transferstärke Lerner sind, dass sie das auch entsprechend steuern können. Und das ist die Kritik. Also da spielt die Hoffnung mit und der Wunsch der E-Learning-Anbieter, dass das alles so funktioniert. Wer hat denn bitte gelernt, wie er sich am besten bei Lernen steuert, wie er sich am besten bei Veränderung steuert? Also wenn Sie mal an sich denken, wie haben Sie im Elternhaus gelernt, wie Sie effizient selbst Verhaltensänderungen hinkriegen? Wo haben Sie das in der Schule gelernt? Wo haben Sie das vielleicht im Studium gelernt? Und die meisten Leute werden dann sagen, na, ich mache es einfach, ich habe es nicht gelernt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch nochmal die Hochleistungsforschung anschaut, also Leistungsforschung, wie kommen Hochleistungen zustande? Also was ich, die besten Schachspieler, die besten Musiker, die besten Golfer, dann sagen die immer, nach 50 Stunden Golfspielen kann man es relativ leidlich. Und man wird keinen Deut besser, wenn man nicht etwas beherrscht, was diese Forschung Deliberate Practice nennt, nämlich, dass ich bewusst mir anschaue, was kann ich besser machen, dass es bewusst diese Motivation gibt, sich zu verändern, bewussten Vorsatz gibt, also wirklich ausgiebig intensives Üben und Praktizieren. Sonst habe ich zwar viel Erfahrung nach 50 Jahren Golfspielen, aber bin noch bei Stunde Null. Ich komme nochmal auf Ihre Transferstärke-Methode zurück. Angenommen, ich habe jetzt als Recruiter in Zeiten des Fachkräftemangels endlich einen Kandidaten gefunden, der so richtig toll ist, ja, der performt richtig gut, alles, was ich hier auf meiner Liste stehen habe, abgehakt. Jetzt habe ich nur in meinem Unternehmen auch Ihre Transferstärke-Methode am Anfang auch noch mit eingebaut bei der Personalauswahl und da schneidet er nicht so gut ab. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Recruiter jetzt tatsächlich auf diesen Kandidaten verzichte? Denn Sie empfehlen ja, dass die Transferstärke auch schon bei der Personalauswahl berücksichtigt wird. Die Idee, Transferstärke-Analyse bei einer Personalauswahl einzusetzen, ist erstmal, dass ich sage, okay,
wenn ich den in mein Unternehmen aufnehme, dann hätte ich natürlich jemanden, der schon all diese Skills in sich hat, weil er dann nämlich einfach vom Lernen und vom Verhaltenslernen viel besser aufgestellt ist. So, wenn ich jetzt das aber nicht habe und der in den anderen Stärken und Fähigkeiten gut aufgestellt ist, dann muss ich mir einfach klar werden, dass ich dem auch in diesem Thema Transferstärke nochmal Unterstützung geben muss, weil ich nicht per se davon ausgehen kann, dass der ein gutes Rückfallmanagement hat oder ähnliches. So, das heißt, ich helfe Firmen an der Stelle und auch dem Teilnehmer bewusst zu kriegen, wo kann ich bewusst dran arbeiten, wenn ich wirklich was rausholen möchte. Herr Koch, die Transferstärke-Methode berücksichtigt bei Ihnen, ob ein Lerner ein unterstützendes Umfeld hat. Die Lerntransferforschung hat ja auch gezeigt, dass Vorgesetzte da wirklich einen sehr wichtigen Anteil daran haben, ob Gelerntes umgesetzt werden kann. Wenn ich jetzt aber eine Führungskraft habe als Mitarbeiter, die da jetzt ja nicht so ein großer Lernfan ist, sage ich jetzt mal, die Lernen vielleicht am Arbeitsplatz sogar als Zeitfresser annimmt, welche Chance habe ich da als Mitarbeiter, mir mehr Unterstützung einzufordern? Ich glaube, nicht jeder ist offen für eine Nutzenargumentation. Also ich stelle fest jetzt bei den Analysen, die ich hier mache, dass im ersten Moment überhaupt erstmal das Fenster zu öffnen ist, Achtung, ich habe ein unterstützendes oder vielleicht ein nicht unterstützendes Umfeld, wenn es darum geht, wirklich meine Verhaltensänderungen hinzubekommen. Und überhaupt sich klar zu werden, Achtung, was habe ich denn als Chance, als meine Selbstverantwortung, um mein Umfeld förderlicher zu machen? So, und dann stellt man ganz oft fest, dass die Leute vielleicht einen Chef haben, der nicht aktiv transferunterstützend ist, aber jetzt kein böser Mensch, man kann mit dem reden. Und dann ist dieser Impuls, ich kann darauf achten, dass ich den mit sinnvoll einbaue und das unterstützend für mich mache. Ein relativ schlichter Gedanke, auf den nur jemand nicht gekommen ist. Und wenn ich mit dem schon gesprochen habe und da passiert trotzdem nichts, dann muss ich mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die ich habe. Habe ich das richtig verstanden? Also aus meiner Sicht ist ja immer dieser Selbstverantwortungsteil zu sagen, okay, wenn ich jetzt mich anschaue, wie ich mich bei Lernen und Veränderung steuere und ich weiß, wie das funktioniert, über diese Zielklarheit, über die Motivation, über diese Elemente der Transferstärke, sprich Einstellungen und Selbststeuerungsfertigkeiten, wenn ich das beherrsche und weiß, wie es geht, dann habe ich nur noch die Entscheidung, dieses Wissen zu nutzen, so wie ich weiß, wie ich einen Toaster bediene. Okay, alles klar. Herzlichen Dank, Herr Koch, für dieses anregende Gespräch. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit Gerrit Mauch. Er ist ja fast ein bunter Hund in der Personalentwicklungsszene und war sehr lange bei Maiborn Wolf aktiv. Er wechselt jetzt die Seiten und ich bin gespannt, was er zu berichten hat. Bitte abonniert ihr meinen YouTube-Kanal und schreibt mir sehr gerne bei LinkedIn, was euch so bewegt, welche Interviewpartner ihr euch wünschen würdet. Ich freue mich auf jedes Feedback.